Video geht es um symmetrische Funktionen und insbesondere darum, was Funktionen oder symmetrische Funktionen mit den elementarsymmetrischen Funktionen zu tun haben und was das Ganze überhaupt ist. Kommen wir zunächst mal zu den symmetrischen Funktionen. Ich habe hier ein Beispiel aufgeschrieben, x1 hoch 3 x2 plus x2 hoch 3 x1 ist eine symmetrische Funktion. Das liegt ganz einfach daran, ich kann hier, wenn ich möchte, das x1 und x2 vertauschen, also überall, wo eine 1 ist, mache ich jetzt eine 2 draus, hier mache ich eine 1 draus, so, und ich erhalte trotzdem dieselbe Funktion. Weil dann habe ich das ja im Prinzip nur, also das war ja das, was vorher vorne stand und das, was hinten stand, und wenn ich das addiere, macht das keinen Unterschied. Das kann man aber nicht so prinzipiell sagen, ich mache kurz wieder die alte draus, sondern das kommt immer darauf an, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich x1, x2 und x3 habe, dann ist es offensichtlich nicht symmetrisch, weil wenn ich dann zum Beispiel x1 durch x3 ersetze, erhalte ich was anderes, eine andere Funktion. Aber solange ich eben nur x1 und x2 habe, ist es symmetrisch. So, und weil das eine symmetrische Funktion ist, hier oben nennen wir das jetzt mal S. Dann habe ich ja noch gesagt, gibt es noch was anderes, die sogenannten elementarsymmetrischen Funktionen. Die sind hier auf dieser Seite definiert. Und zwar findet ihr die elementarsymmetrischen Funktionen, indem ihr zunächst mal bestimmt, was euer n ist. Euer n ist eben das, oder der Index von x, der eben der größte ist. Also sprich, in dem Fall haben wir jetzt gesagt, wir haben nur x1 und x2. Dann wäre unser n eben 2. Dann schreiben wir S2,1 für diese erste elementarsymmetrische Funktion. Wenn klar ist, was euer n ist, lasst man manchmal auch dieses n einfach weg und schreibt dann nur S1, S2, S3. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so trivial, weil das hier wäre zum Beispiel nicht symmetrisch, wenn eure n3 wäre, weil dann würde ich ja bis x3 gehen. Deswegen schreibe ich sicherheitshalber immer mal dazu, es kann nichts schaden. Und bei diesen elementarsymmetrischen Funktionen, die sind erstmal prinzipiell alle symmetrische Funktionen. Und dann kommt eben dazu, dass wir hier die Sachen quasi addieren. Also wir haben erstmal bei unserer ersten elementarsymmetrischen Funktion x1 plus x2 plus x3 und immer so weiter bis plus xn. Ich mache das jetzt gerade mal an unserem Beispiel. So, wir hatten ja x1 und x2, das heißt, wir haben gesagt, n ist 2. Dann haben wir s von 2,1 ist dann einfach x1 plus x2. So, in der nächsten Zeile, dann nehmen wir die jetzt mal. Also hier bilden wir quasi alle Kombinationen, wo wir eins mit dem anderen multiplizieren, und zwar so, dass immer hier vorne der kleinere Index steht. Also sprich, hier oben haben wir einfach x1, x2, x1, x3 und so weiter, bis wir eben irgendwann xn-1, xn haben. In unserem Beispiel bei n gleich 2 ist das eben einfach nur x1, x2. Weil ab hier bricht das ja schon ab. Dann können wir hier theoretisch noch weitermachen bis snn. Ist jetzt bei uns, aber wie wir sehen, s2,2 ist ja schon genau das. Wenn ihr jetzt irgendwas Höheres habt, dann habt ihr hier eben wirklich alle multipliziert. Also x1, x2, mal x3, mal x4 bis mal xn. Das sind überhaupt eure elementarsymmetrischen Funktionen, und in diesem Video geht es jetzt darum, wie kann ich eine symmetrische Funktion aus den elementarsymmetrischen Funktionen erhalten. Dafür gibt es einen Algorithmus, ich möchte es jetzt auch gerade mal mit unserem Beispiel machen. Und zwar suchen wir zunächst mal das lexikografisch größte Monom. Was bedeutet das? Ein Monom ist überhaupt mal, das ist sowas wie hier. Also das ist ein Monom und hier haben wir ein Monom. Und da haben wir jetzt, das sortieren wir jetzt einfach, als würden wir es nach dem Alphabet sortieren. x1 kommt zuerst. Das heißt, wir haben hier eigentlich stehen x1 hoch 3 x2 und wenn wir das hier sortieren, ist das x1 x2 hoch 3. Und wenn ich das umschreibe, ist das ja x1 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 x2 und das hier x1 x2 x2 x2. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr das in einem Lexikon hättet und einfach alphabetisch sortieren würdet, dann würde ja das hier zuerst kommen. x1 x1 x1. Das heißt, das hier ist unser lexikografisch, deswegen heißt das auch lexikografisch, weil das eben wie ein Lexikon ist, größtes Monom. Dann nehme ich mir dieses lexikografisch größte Monom und ich schreibe einfach mal das Exponententupel.
aus, also sprich die Hochzahlen. Da habe ich einmal die 3 und einmal die 1. Und dann brauche ich noch den Koeffizienten. Hiervor stehe ich ja eigentlich einmal das. Das heißt, unser Koeffizient Alpha ist in dem Fall 1. So, jetzt haben wir also unser Exponentenkuppel 3 gleich 1 und unseren Koeffizienten Alpha gleich 1. Was machen wir jetzt damit? Jetzt nehmen wir unsere elementarsymmetrischen Funktionen, schreiben die einfach mal der Reihe nach auf. Also haben wir S2,1 mal S2,2, weil die geht es ja nicht, weil wir haben ja genau das hier, wo wir das Beispiel gemacht haben. Und die Hochzahlen, also die Exponenten davon, da nehme ich jetzt einfach hier das erste minus das zweite, also 3 minus 1. Dann hier 1 minus, hier kommt ja nichts mehr, also 1 minus 0 gibt eben einfach 1. Wenn hier jetzt noch mehr stehen würde, dann würden eben auch entsprechend noch mehr. Also dann hättet ihr, wenn hier zum Beispiel noch eine 2 hättet, hättet ihr hier 1 minus 2 und so weiter. Aber das kann ja auch gar nicht auftreten, einfach schon deswegen, weil ihr das ja wirklich so sortiert habt, dass hier nur positive Sachen rauskommen können. Wenn wir das hier also haben, ist das ja nichts anderes als S2,1 hoch 2 mal S2,2. So, wenn ihr das hier jetzt habt, dann könnt ihr jetzt einfach mal eure Funktion S, also das nenne ich jetzt mal H1 und wir können sie eigentlich auch gleich einsetzen. S2,1 haben wir gesagt, ist x1 plus x2 im Quadrat mal S2,2 ist x1, x2. So, jetzt nehmen wir im nächsten Schritt unsere Funktion S, die wir am Anfang hatten, und rechnen die minus H1. So, dann kommt hier bei eben raus, also wir haben jetzt x1 hoch 3, x2 plus x2 hoch 3 x1. So, jetzt minus das hier, ich löse gleich die binomische Formel auf. Das ist x1 Quadrat plus 2x1 x2 plus x2 Quadrat mal x1 x2. So, jetzt müssen wir das ganze Ding jetzt hier noch ausmultiplizieren. Dann kommt ja hier raus x1 Quadrat mal, das ist ja x1 hoch 3 x2. Also haben wir x1 hoch 3 x2 minus x1 hoch 3 x2, fällt also weg. Dann hier genauso, hier haben wir die x2 Quadrat mal das hier. Das und das kürzt sich auch weg. Das heißt, alles, was stehen bleibt, ist minus 2x1 im Quadrat, x2 im Quadrat. So. Jetzt müssen wir wieder schauen, wie können wir das hier wieder anordnen oder wie schreiben wir das wieder in unseren elementarsymmetrischen Funktionen. Wir sehen jetzt eigentlich schon direkt auf den ersten Blick, das ist ja nichts anderes als minus 2 mal x1, x2 im Quadrat. Und x1, x2 ist ja genau s2,2. Das heißt, das ist also minus 2 mal s2,2 im Quadrat. Wenn ihr das nicht sofort seht, könnt ihr aber nochmal das gleiche machen. Ihr schreibt wieder hier euer Exponententupel hin. Dann habt ihr eben 2 und 2. Und wenn ihr das dann eben entsprechend wieder minus rechnet, dann kriegt ihr das richtige Ergebnis raus. Weil dann habt ihr ja 2 minus 2 gibt 0, also sprich das hier hoch 0, plus 2 minus 0 gibt 2, also das hier hoch 2. Und dann auf den Koeffizienten kommt genau das raus. Was bringt uns das alles jetzt? Das hier, das nenne ich jetzt H2. Das ist minus 2 mal das hier, also minus 2 mal x1, x2. So, und jetzt weiß ich ja, S minus H1 minus H2 gibt 0. Weil S minus H1 gibt ja genau das hier. Und wenn ich das dann, wenn ich das dann minus rechne, dann kommt logischerweise 0 raus. Das heißt, ich kann jetzt diese H's auf die andere Seite ziehen, indem ich sie addiere, und dann weiß ich, S ist gleich H1 plus H2. Und dann weiß ich ja aber, ich habe ja mein H1 und H2 definiert als S2,1 im Quadrat, S2,2 plus, was war das andere? Ah, das war minus 2S2,2 im Quadrat. Und damit haben wir unsere Funktion S, das eine symmetrische Funktion ist, aus den elementarsymmetrischen Funktionen zusammengesetzt.